Schau mal, Tamara, was ich hier habe. Ich habe meine Schränke und Schubladen durchsortiert. Man hat ja jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit. Wow, hast du viele Windlichtgläser. Das sind noch gar nicht alle. Die gleichen, die habe ich alle zusammengetan. Und die warten jetzt aufs nächste Fest. Aber was mache ich denn mit denen? Die sind doch total bunt. Eine schöne Mischung, ist doch super. Boah. Die sind so unterschiedlich, die passen überhaupt nicht zusammen, das stresst mich. Wo tue ich die denn hin? Ach Heidi, dann nimmst du einfach eine große Schachtel und schreibst drauf Unikate. Unikate? Klingt super. So unterschiedlich wie wir Menschen, Unikate. Ah, weißt du was, da fällt mir was ein, da habe ich eine Idee. Guck mal, so unterschiedlich auch wie die Jünger. Ja. Das da? Das könnte, so stelle ich mir den Petrus vor. So ein bauchiger Typ, standfest und ja, und so blau wie das Meer. Der mochte das Meer, der war doch Fischer. Ja, stimmt. Und Johannes, den stelle ich mir groß und schlank vor. Okay. Und auch etwas vornehm. So wie dieses hier. Okay. Guck mal. Hier ist eins. Das sieht aus, wie wenn es einen Römerhelm auf hätte. Ja. Ich glaube, das könnte der Levi sein. Der war Zöllner und hatte sich da zu den, war ganz verbündet mit den Römern. Und das hier, das könnte Thomas sein. Mhm. Da wackelt nämlich die Kerze immer etwas hin und her. So, wie es bei Thomas innerlich auch immer etwas wackelig war. Und dann gab es bei den Jüngern sicher solche kantigen Typen? Ja. Und die bunten Vögel. Und es gab auf jeden Fall auch welche. Die blieben so ein bisschen undurchsichtig. Die haben wir gar nicht so näher kennengelernt. Ja, und dann waren da aber auch noch die Unscheinbaren. Wie diese hier. Wow, das sind die 12. Also, unglaublich. So unterschiedliche Leute hat Jesus zusammengesucht und daraus seine Jüngertruppe gemacht. Ich finde es echt mutig, 12 so verschiedene Menschen zu seinen Freunden zu machen. Auf jeden Fall. Und zu jedem von ihnen hat Jesus gesagt, komm und folge mir nach. Und das haben sie dann tatsächlich auch gemacht. Ja, ich glaube, sie waren begeistert und Jesus, der hat in ihnen allen ein Licht angezündet. Und jetzt brannten sie für ihn. Ja, die Jünger brannten für Jesus. Und sie waren ab diesem Zeitpunkt jeden Tag mit ihm unterwegs. Er war ihr helles Licht, ihr Lehrer und ihr großes Vorbild. Und von ihm wollten sie vor allem auch lernen, was es heißt, so richtig, richtig hell für Gott zu strahlen, für Gott zu leuchten. Manchmal, da kamen sie zu Kranken, Gelähmten oder Hoffnungslosen. Dann kam Jesus zu ihnen und richtete diesen Menschen wieder auf. Er heilte, was zerbrochen war, und schenkte ihm neue Hoffnung. Noch krasser war es für die Jünger. Wenn sie Ausgestoßenen begegneten, Außenseitern, um die alle anderen einen großen Bogen machte, von denen sonst niemand etwas wissen wollte. Aber Jesus, der bleibt bei solchen Menschen stehen, schaute genau hin, vergab ihnen ihre Schuld, reinigte sie sorgfältig sodass sie voller Freude und Hoffnung strahlten.
Über all diese Wunder staunten die Jünger und waren mächtig stolz auf ihren Jesus. Bald würde es jeder im Land wissen, was Jesus drauf hatte. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er einen wichtigen Platz ganz oben hatte. Da gab es aber noch ganz andere, die wirklich staunten über Jesus. Ich zeige sie euch mal. Das waren die Pharisäer. Die Pharisäer, die kannten sich aus mit Licht und Schatten, mit Gut und Böse, mit Gesetz und Ordnung. Die konnten keiner so leicht auf der Fassung bringen. Die standen fest und brannten pflichtbewusst. Und die hörten ganz genau zu, wenn Jesus ganz anders von Gott im Himmel sprach. Ganz anders, als sie den Allmächtigen kannten. Der brachte ja das ganze Volk durcheinander. Das war schrecklich. Das mussten sie unbedingt verhindern. Und so kam es, wie es kommen musste. Jesus wurde verhaftet, verurteilt, gekreuzigt. Und begraben. Aber nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden, so wie er es immer gesagt hatte. Die Jünger waren total entsetzt und ganz verwirrt. War Jesus jetzt tot oder war er lebendig? Was machen Menschen, wenn sie irgendwie nicht mehr weiter wissen? Was würdest du machen? Also, ich würde mir einen Platz suchen, wo ich sicher bin und wo ich gut nachdenken kann und mich keiner findet. Wo versteckt man so viele kleine Leuchten? Wir brauchen ein Haus. Alle Türen versperren, alle Schotten dicht. Lockdown. Die Jünger waren in Sicherheit. Aber ihre Angst und Unsicherheit waren immer noch da. Und sie hatten viele Fragen. Zum Glück kannte Jesus seine Jünger ja ganz genau. Er wusste um ihre Sorgen, ihre Fragen, ihre Ängste. Und deshalb hat er sie besucht. Ganz ohne durch eine Tür zu gehen, war er plötzlich mitten bei ihnen und sagte: Friede, Friede sei mit euch. Ja, und Jesus, der kam ein paar Mal zu ihnen zu Besuch, aber er blieb nie lange. Doch endlich, 40 Tage nach Ostern, lud er seine Jünger dann zu einem gemeinsamen Spaziergang ein. Die Jünger waren begeistert. Sie freuten sich. Wow, jetzt würden sie ganz, ganz, ganz neu mit Jesus durchstarten. Sie würden nochmal ganz von vorne beginnen. Sie würden nochmal sehen, wie sie mit ihm unterwegs sein könnten und würden von jetzt an noch viel heller für ihn brennen. Aber dann blieb Jesus plötzlich stehen und sagte feierlich: Ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater in den Himmel und ihr geht noch einmal zurück nach Jerusalem und wartet ab. Dann werde ich euch bald die Kraft des Heiligen Geistes schicken und ihr könnt durchstarten und meine Zeugen in der Welt sein. Brennt für mich und brennt für Gott. Kaum hatte er das gesagt, da verschwand er tatsächlich vor den Augen seiner Jünger und ging in den Himmel. Das war Himmelfahrt vor über 2000 Jahren. Und nur 10 Tage später, an Pfingsten, da ist es tatsächlich passiert.
Die Jünger sind durchgestartet, das hättet ihr mal sehen sollen. Voller Freude und Begeisterung erzählten sie überall von Jesus. Tamara, ich weiß, was ich mit meinen Windlichtern jetzt mache. Na, was denn? Also, ich stelle diese Windlichter an ganz unterschiedliche Plätze, damit sie mich daran erinnern, auch heute noch stellt Gott überall seine brennenden Windlichter auf. Ja. Wir sind Gottes Windlichter. Von Jesus entzündet und mit seinem Geist erfüllt. Ja, wir sind seine Hoffnungslichter, egal wo wir stehen. Ich finde meine Windlichtsammlung richtig toll. Ich gebe kein einziges von denen her.